Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Wir haben also jetzt, wie sagt man so, oder das kann ja eigentlich jedem passieren. Man ist unterwegs, vielleicht ein bisschen länger, und schwupps, da kommt ein Regenschauer. Oder einfach, das Kind hat es vergessen, dass die Gummistiefel doch nicht am Fuß sind und springt dann so lustig zwischen den Pfützen hin und her oder bleibt auch mal justament drinne stehen, wo man dann sagt, komm Kind, komm raus, das sind Lederschuhe. Ja? Also dieser Vorfall wird bestimmt schon den ein oder anderen Eltern passiert sein. Und dann haben wir den Effekt, dass man sozusagen die Schuhe auskippen kann. Was mache ich dann? Wenn der Schuh so richtig nass ist, von innen wie von außen natürlich auch, hilft nur eins. Oder man macht es in Nachfolge. Das bedeutet, man muss natürlich als erstes die ganze Feuchtigkeit aus dem Schuh herausbekommen. Je nach Futter, egal ob Lederfutter oder nicht, wäre wie gesagt das Ausgießen erstmal die erste Wahl. So, dann ist eben halt wichtig, dass man alles, was sich rausnehmen lässt, zum Trocknen herausnimmt. Das betrifft dann meistens auch die Einlegesohle. So, und dann polstere man den Schuh mit Küchenkrepp, Zeitungspapier, ich sag mal Toilettenpapier, geht auch alles das, was Feuchtigkeit aufsaugt, stopfe ich sozusagen in diesen Schuh leicht hinein. Warum leicht? Weil wir wollen ja den Schuh nicht großartig verändern. Er soll ja so bleiben, wie er ist. Und demzufolge nimmt man das dann immer mit einer leichteren, mit einem leichten Druck in das Innere des Schuhs hinein. Und tut das dann nach einer gewissen Zeit immer mal auswechseln. Hängt davon ab, wie kalt, wie warm die Räumlichkeiten so sind. Was natürlich dann auch noch eine Rolle mitspielt, dass man vielleicht auch zwischendurch den guten alten Föhn zum Einsatz bringt. Allerdings ist es dann so wie bei üblich allen Lederschuhen, bitte nicht auf der Hitzestufe föhnen, sondern nur auf der Kaltstufe. So. Und wenn man das macht, mal im Wechsel, wird man auch merken, bekommt man den Schuh auch innerhalb eines Abends wieder trocken. Hängt aber, wie gesagt, von der Art der Durchfeuchtung ab. Ist es jetzt, hat mein Kind sozusagen den Dauerregen mitgemacht? Ist der Schuh jetzt von innen und außen richtig patschenass? Oder ist es wirklich bloß ein leichter Spritzer, der sozusagen in das Innere des Schuhs geschwappt ist, weil mein Kind mit Karacho sozusagen die Pfütze durchquert hat. Das muss man alles mit berücksichtigen, aber wie gesagt, man bekommt dann Schuhe auch wieder trocken. Wichtig ist halt bitte nicht auf die Heizung stellen, bitte nicht an den Ofen stellen oder an eine andere direkte Wärmequelle, sondern sozusagen den Schuh immer indirekt trocknen lassen. Wichtig wäre eben halt auch, so weit als möglich öffnen, damit eine gewisse Zirkulation entsteht. Und wie gesagt, dann immer mal das Papier wechseln und zwischendurch mit kalter Luft sozusagen trocken föhnen. Das kann man wunderbar anwenden, falls es mal Not am Mann sein sollte und ich hatte jetzt mal nicht an den Regenschuh gedacht. Dann helfen euch diese kleinen Tipps wieder weiter, um den Schuh für den nächsten Tag wieder gebrauchsfähig zu kriegen. Ich denke doch mal, das war wieder mal ein wertvoller Tipp für euch Eltern. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Videos so bringen. Ich würde mich freuen, bleibt einfach dabei. Ein liebes Grüßchen an unsere Abonnenten und bis zum nächsten Mal. Besten Dank.